Winkel stimmt sonst nicht. Verehrte Frau Dr. Hauser, sehr geehrte Frau Laugwitz-Aulbach, verehrte Frau Ring, lieber Günter Blamberger, lieber Herr Detering, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Autorinnen und Autoren, herzlich willkommen zur dritten Kölner Poetika, die sich mit den Sprachen der Seele befasst. Das griechische Wort für Seele heißt bekanntlich Psyche, die Wissenschaft von der Seele, folglich Psychologie, leider nicht Physik. Das wäre meine Disziplin, die zur Seelenkunde wenig beizutragen hat. Sieht man von einem seltsamen Experiment zur Psychostasis ab. In der christlichen Inkologie meint Psychostasis bekanntlich die Seelenwaage, mit der der Erzengel Michael am Tage des jüngsten Gerichts die guten und die bösen Taten eines Menschen gegeneinander abwägt. Um Himmel und Hölle geht es hier, anders als in den psychostatischen Experimenten des amerikanischen Forschers Duncan McDougall, der im Jahre 1901 sterbende Patienten in den Augenblicken vor und nach ihrem Tod wog, um aus der Differenz das Gewicht der Seele und die Seele dergestalt als messbare Substanz zu bestimmen. 21 Gramm waren es angeblich im Durchschnitt. Daraufhin, als guter Naturforscher, vergiftete McDonald 15 Hunde, die nach ihrem Tod an Gewicht jedoch nicht verloren, woraus er folgerte, dass Tiere keine Seele hätten. Als experimentell arbeitender Wissenschaftler fragt man sich hier vor allen Dingen, wie viel Gramm Gift er dabei wohl verwendet hat und wie das in die Experimente hineinspielt. 1907 berichtete die New Yorker Times über seine Experimente mit gewaltiger Wirkmacht. McDougalls Messungen erwiesen sich zwar bei Überprüfungen später als null und nichtig, bis heute jedoch geistert die Legende von den 21 Gramm als Gewicht der Seele durch die Medien. Vielleicht erinnern Sie sich an den Film 21 Grams des mexikanischen Regisseurs Alejandro González Iñárritu mit
Sean Penn und Naomi Watts aus dem Jahre 2003, der am Beispiel einer Herztransplantation vom Fortleben der Seele eines Toten handelt. Lassen Sie mich vielleicht doch zur Klärung an dieser Stelle sagen, dass auch einem Naturwissenschaftler solche Experimente ziemlich absurd vorkommen, um mir nicht den falschen Verdacht zu geraten. Inzwischen gibt es jedoch neue Legenden zur Physik der Seele, die sich von Experimenten zu verschränkten Quantenzuständen ableiten, beispielsweise des Quantenphysikers Nicolas Gysin. Er hat am Schweizer Forschungszentrum CERN nachgewiesen, dass zwei Teilchen, die einmal zusammengehörten, nach einer Trennung miteinander verbunden bleiben. Das heißt, scheinbar weiterhin Informationen miteinander austauschen, unabhängig davon, wie weit sie voneinander entfernt sind. Was Einstein noch spukhafte Fernwirkung nannte, wird heute unter dem Namen Verschränkungsprinzip intensiv diskutiert und untersucht, unter anderem mit Blick auf Quanteninformationssysteme. Sie werden im Netz diverse Aussagen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftsjournalisten finden, die in der universalen und gewissermaßen übersinnlichen Verbindung von Teilchen eine Analogie zum Körper-Seele-Dualismus erkennen und dergestalt die Möglichkeit eines Brückenschlags von der Wissenschaft zur Religion. In den Mythen der Physik der Seele scheint sich mir vor allem die Polarität philosophischer und theologischer Seelenkonzepte zu wiederholen, die zwischen feinstofflichen und immateriellen Seelenvorstellungen im Wechsel der Zeiten oszillieren. Von Spekulationen halte ich allerdings wenig. Mein persönlicher Glaube und meine Meinung zu diesen Experimenten steht hier oder ihrer Interpretation. Die Experimente sind eigentlich sehr wohl bekannt, aber die Interpretation ist wie immer die eigentliche Frage. Das steht hier nicht zur Debatte. Ich möchte als Rektor der Uni Köln vielleicht lieber noch an einen faszinierenden Seelenkundler erinnern, der über 3 Jahrzehnte Direktor des Psychologischen Instituts und einer der bedeutendsten Wissenschaftler unserer Universität war und der am 2. Dezember letzten Jahres mit 88 Jahren leider gestorben ist. An Wilhelm Salber, einen Schüler Anna und Ernest Freuds, der viele Talente mit und Interessen hatte, an Psychologiesendungen des Fernsehens mitarbeitete, Berater bei Kinofilmen war, 30 Bücher veröffentlichte und in Vorlesungen oft mehr als 600 Studierende in seinen Bann zog. Salber entwickelte ein eigenständiges Konzept zur Erforschung der Seele, die psychologische Morphologie. Der Name deutet schon darauf hin, dass er die Seele nicht als etwas Festes, sondern als etwas Veränderliches verstand. Sie sei, so formulierte er salopp, ständig am Umkramen und fände ihren wechselnden Ausdruck einerseits in Alltagssituationen und andererseits im Spiegel der Künste und der Literatur. Das Seelische sei nichts anderes als eine erste Kunst, die Kunst im Prozess des Lebens immer wieder neue Formen zu finden und die Formen der Kunst seien gewissermaßen eine zweite Seele. In diesem Sinne verstehe ich das Leitthema der dritten Poetika. Die Seele hat viele Sprachen und vielleicht verstehen wir durch die Dichtung anderer Sprachen auch die Seelen der anderen und was uns miteinander verbindet. Das ist die Hoffnung der Poetika, eines Festivals der Weltliteratur, für das man in Zeiten eines neuen Nationalismus nur dankbar sein kann. Deshalb fördern die Universität zu Köln und das Bundesministerium für Forschung und Bildung, dessen Repräsentantin Frau Dr. Hauser heute unter uns ist, diese Initiative des internationalen Kollegs Morphomata und der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung, ebenso wie die Stadt Köln und unsere Kölner Kooperationspartner, das Literaturhaus, das Wallraf-Richarts-Museum, das Schauspiel und die Stadtbibliothek Köln. Die Kulturdezernentin Frau Laukwitz-Aulbach der Stadt Köln wird gleich noch zu uns sprechen. 10 Veranstaltungen werden es in dieser Woche sein, Lesungen wie Diskussionen von Dichtern, Wissenschaftlern und Publikum. Alle Veranstaltungen sind öffentlich. Eine dicke Broschüre sowie die Festival-Webseite informieren Sie ausführlich darüber. Erstmals gibt es auch vorab schon eine Begleitpublikation, die Essays und Gedichte einiger an der Poetika beteiligten Dichter und Wissenschaftler enthält. Sie finden sie draußen am Büchertisch der Buchhandlung Bittner. Die Vorbereitung eines solchen Festivals dauert Monate, vor allem wenn man das nicht hauptamtlich macht. Von daher gilt mein großer Dank zuallererst der Kuratorin Monika Rink, eine der bedeutendsten deutschen Dichterinnen, mit vielen Preisen ausgezeichnet, unter anderem dem Kleist-Preis.
Weiterhin den Initiatoren und Mitgestaltern der Poetica, dem Direktor des Internationalen Kollegs Morphomata, Günter Blamberger, und dem Präsidenten der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung, Heinrich Detering, sowie dem gesamten Kölner Morphomata-Team, Sebastian Goth, Annika Gehrig, Adrian Rubanus, Martha Dopiralski, David Gabriel, Dr. Semra Mägele und Dr. Björn Moll sowie dem Generalsekretär der Akademie Dr. Bernd Busch und der Pressereferentin Cornelia Blattmann. Zu danken hätte ich namentlich auch allen Autorinnen und Autoren sowie den Schauspielern, Musikern und Dramaturgen dieses Abends, die Monika Rink aber gleich vorstellen wird. Bevor sie das tun kann, möchte ich gern das Wort noch übergeben an die Beigeordnete der Stadt Köln für Kunst und Kultur, Frau Laukwitz-Aulbach. Und damit vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Magnifizenz, sehr geehrter Herr Professor Blamberger, sehr geehrte Frau Hauser, sehr geehrter Herr Professor Detering, sehr geehrte Frau Rink, werte Autorinnen und Autoren und liebe Gäste aus nah und fern. Im Namen von Frau Oberbürgermeisterin Reker darf ich Ihnen herzliche Grüße übermitteln und Sie in Köln zu diesem ganz besonderen Veranstaltungsevent willkommen heißen. Denn ab heute und in den nächsten Tagen lädt uns die Poetica 3, das Festival der Weltliteratur, wieder zu zahlreichen Lyriklesungen, zu Vorträgen und natürlich zu Diskussionen und Auseinandersetzungen ein. Und dieses Mal, wir haben es gerade schon gehört, rund um ein ganz besonderes Thema, die Seele und ihre Sprache. Als ich dieses Thema der Poetica 3 das erste Mal gehört habe, hat es mich sogleich berührt. Ich glaube, das geht jedem von Ihnen genauso. Man möchte sich sofort hineinversenken. Es fängt für mich auf ideale Weise auch die derzeitige Stimmung und Befindlichkeit ein, die das Jahresende 2016 und auch den Beginn 2017 in Deutschland, in Europa und der Welt kennzeichnen. Sie, werte Frau Rink, Sie haben es der Presse gegenüber schon sehr treffend formuliert. Heutzutage ist uns außerhalb des religiösen oder esoterischen Raumes die seelische Verletzung oder Erschöpfung viel geläufiger als eine positive Bestimmung dessen, was Seele sein mag. Wie wahr? Also das Verständnis der Seele als Wohnsitz der Angst und des Traumas, als Spiegel der persönlichen und der weltumspannenden Albträume. Wir alle wissen, die letzten Monate waren stark geprägt durch eine Angst vor Terror, das Kommunizieren darüber und die Furcht vor einem vielleicht falschen politischen Umgang mit Angstszenarien in der Bevölkerung weltweit. Ebenso stark aber bleibt und wächst der Wille und die Hoffnung, dass unser Zusammenleben in Europa stark genug ist, diese Angst, diese Befürchtung in der Seele der Bürgerinnen und Bürger kanalisieren zu können und vor allem damit umgehen zu lernen. Viele Kunstwerke haben sich natürlich auch schon in der Vergangenheit, viele Kunstszenarien damit beschäftigt. Mir ist auf den ersten Moment auch schon ein etwas weiter zurückliegender Film von Rainer Werner Fassbinder eingefallen, Angst essen Seele auf. Ich denke, daran können wir uns alle noch erinnern. Die Poesie und die Kunst, meine Damen und Herren, ist für mich das Medium, das verhindert, dass aus Angst Hysterie und Verzweiflung wird und aus Hoffnung vielleicht nur Blauäugigkeit oder auch Größenwahn. In diesem Sinne wünsche ich der Poetica 3 am Beginn eines sicherlich auch uns alle sehr bewegenden Jahres vielfältigste Schwingung und ein gutes Gelingen beim diesjährigen internationalen Dichterstreit. Die Stadt Köln
insbesondere das Kulturamt, war bei der Entwicklung der Poetika von Beginn an mit kompetenter Beratung und auch ein klein wenig geldwerter Unterstützung durch städtische Werbeflächen dabei. Und ich sage hier ganz deutlich, das tun wir mit Freude und mit sehr viel Stolz. Denn aus dem Blickwinkel der Kulturpolitik bietet dieses Festival etwas ganz Besonderes. Soll es doch im Stile der Documenta in der bildenden Kunst hier bei den Initiatoren, und da danke ich auch nochmal insbesondere Herrn Professor Blamberger, von Anfang an darum gehen, den Kontakt von Kunst und dann auch dem Diskurs über diese Kunst den Charakter zu verleihen dieser Literaturfestivaltage. Picasso hat einmal formuliert, Kunst wäscht den Staub des Alltags von der Seele. Ich kann es noch ein bisschen umformulieren, indem man vielleicht sagt, Kunst wäscht den Zweifel des Menschen am Alltag von der Seele. Und genau darüber zu sprechen und das auch noch in so einem beeindruckenden internationalen Rahmen, ich denke, das ist so aktuell wie nie. Schönheit, Fremdheit, Unnennbares, ein Fest der literarischen und vor allem lyrischen Sterne soll es werden, gegen den leider alles zu beherrschen scheinenden Rationalismus. Ein Dank den Initiatoren noch einmal, natürlich den vielen teilnehmenden Autorinnen und Autoren und natürlich insbesondere Ihnen, liebe Frau Rink, und allen Unterstützern. Und last but not least der Universität Köln, die wie so oft ein wunderbarer Partner ist für die Kulturstadt Köln. Feiern wir die Poetik der Seele. Ich danke Ihnen. Herzlich willkommen. Ich bin überglücklich, dass Sie alle hier sind. Eines der frühesten poetischen Zeugnisse, die uns überliefert sind, ist das Streitgespräch eines Lebensmüden mit seiner Seele. Es stammt aus dem Ägypten des zweiten vorchristlichen Jahrtausends, der 12. Dynastie, also etwa 1900 Jahre vor unserer Zeitrechnung. Es handelt sich um einen mehrfach beschrifteten 3,50 Meter langen Papyrusstreifen, dessen Unleserlichkeit zu vielen auch widersprüchlichen Deutungen Anlass gab. Eine davon ist diese. Ein unglücklicher, unzuvergnügender Sterblicher wendet sich an seine Seele und versucht sie zu überreden, mit ihm in den Tod zu gehen. Doch die Seele sträubt sich. Sie möchte sich nicht im Totenreich niederlassen. Ihr Hinweis gilt irdischen Vergnügen. Es gilt dem Leichtsinn. Der Klagende möge doch seine Sorgen fahren lassen. Ja, sie wagt es sogar, und unter ägyptischen Bedingungen wirkt dies nahezu blasphemisch, anzudeuten, dass noch das beste Grab nichts tauge. Am Ende einigt man sich auf einen Vergleich. Nicht jetzt, später. Hier treten uns bereits entgegen das Fremde wie das Eigene, ein Gegenüber im Dialog,
die Ansprechbarkeit der Seele, ihr Widerspruch, Lebensfrohsinn und Depression, die Nicht-Identität, ein zweites, das in einer Beziehung steht, zu mir ja, aber wozu noch? Vor allem jedoch die Frage der Übersetzbarkeit. Hat die ägyptische Ba-Seele irgendwelche Ähnlichkeit mit dem, was hier oder anderswo unter Seele verstanden wird? Ist Seele hier überhaupt die richtige Übersetzung? Vielleicht so viel. Ich denke mir die Seele als eine Meta-Metapher der Belebung, als ein Joker, ein Schwellenwesen mit einer besonderen Verbindung zum Unerkennbaren und dessen Würde, ein Schwellenwesen, das Relationen bezeichnet, von Gegenständen und Qualitäten, die sich erst in der Relation aufeinander zeigen, eben wie in der Sprache Worte erst aufeinander bezogen, vollen Sinn ergeben. Und nicht zuletzt, jeder Text und vielleicht leicht gesteigert das Gedicht als Bühne einer sprachlichen Entdifferenzierung oder sollte ich sagen Umdifferenzierung ist eine Kooperation aus Text und Leser, Leserin, ein Innen, ein Außen und, wenn die Begegnung glückt, eine sehr unwahrscheinliche, belebte Entität. Ich möchte Ihnen nun mit einer kurzen Lesung jeweils und einem knappen Gespräch die 10 teilnehmenden Autorinnen und Autoren vorstellen. Zur Halbzeit werden Ihnen Herr Professor Blamberger und Herr Professor Detering berichten, wohin Sie die Beschäftigung mit dem Thema die Seele und ihre Sprachen geführt hat. Und es wird nicht das letzte Mal sein, dass ich dem fantastischen Team des Morphomata-Kollegs zu danken habe, dessen maßloses Engagement zu der unwahrscheinlichen Ergebnis führte, dass Sie und Sie und Sie und Sie und Sie und Sie alle heute am 9. Januar 2017 hier sind. Wir beginnen mit Eleni Sikelianos. Es war im Jahr 2002 auf dem ersten Poesiefestival meines Lebens, Days of Poetry and Wine, in Medana, Slowenien, geleitet von Aleš Steger, den Sie im letzten Jahr hier in Köln als Kurator der Poetica 2 erlebten. Zauberische, fast verklärte Tage im späten August, Lesungen im Schatten des weitverzweigten Maulbeerbaumes, Weinverkostungen und Wanderungen. Dort lernte ich Eleni Sikelianos kennen, die mir zeigte, dass es, wenn es überhaupt eine erstrebenswerte Identität gibt, die des Poets sei. Flüchtig, ephemeral und vielleicht nur für die Dauer der Arbeit an einem Gedicht oder seinem Vortrag intakt und dann schon wieder dahin. So wie das Gedicht ist, was es tut. Seither verfolge ich ihre Publikationen, aus der Ferne ein Langgedicht über Kalifornien, ihre Monster Lives of Boys and Girls, das Buch der liebenden Details, der Lebenden und der Toten, die autofiktionalen Neuschreibungen ihrer Familiengeschichte, Gedichte, die Essays sind und Essays, die zu Gedichten werden. Eleni Sikelianos. Danke. As in a dream, a woman chasing another woman cannot reach her, nor can the woman in flight escape her pursuer. So I never seem to arrive home, happy, could not overtake, nor could I pull it away, happy or grief, stuck to the heart or the face. When the great master of pursuit, death, and when sleep came, brimful of happiness in a soft bed. As in a dream, a woman chasing another cannot reach, so the mind rushing over life was trying to feel where the soul was, base of the skull, top of the neck? No, that's just a knot of tense muscle, a twisted bone. I take a twisted bone for home. Take it home. I polish it. We are a truth for life's fracking, I guess. I caress. Howl is short for how to say what's long eye, live, what's glow.
blessed beyond earth's howling bliss. Wie in einem Traum eine Frau, die eine andere Frau jagt, sie weder erreichen, noch die Frau auf der Flucht ihrer Verfolgerin entkommen kann, so scheine ich nie zu Hause anzukommen, glücklich, konnte weder überholen noch davonfahren, glücklich oder gram haftend an Herz oder Gesicht. Als der große Meister der Verfolgung, tot und da. Und da der Schlaf kam, randvoll mit Glück in einem weichen Bett. Wie in einem Traum eine Frau, die eine andere Jagd nicht erreichen kann, so versuchte der über das Leben eilende Verstand zu spüren, wo die Seele war. Schädelbasis, Gipfel des Genicks. Das ist nur ein Knoten verspannter Muskeln, ein verrenkter Knochen. Ich nehme einen verrenkten Knochen als Zuhause, nehme ihn nach Hause und poliere ihn. Eine Wahrheit sind wir um des Lebens Fracking, meine ich, streichle ich. Geheul ist Kurzform für, wie soll ich sagen, was ist, solange ich lebe? Was ist Glanz? Selig jenseits der heulenden Wonne der Erde. Okay. Written John McDonough. Die deutsche Übersetzung wurde Ihnen vorgetragen von John McDonough. Now I have some questions for you. This poem is from your new book, which just came out. It's out in February. It's out in February. Yeah. But it's there. I know. It's a little bit like the atom that you can't see and you can see. Okay. And the title of the book is Make Yourself Happy. Yes. Yes. In the poem we just heard, there's a phantasmatic speed race to arrive home happy and miss out the grandmaster of pursuit, happiness. Is this something that can be done? And will your book teach us how to make ourselves happy? Well, the grandmaster of pursuit is also death. I'm afraid to tell you. Yes, maybe you know that. No, I translated the poem. Yeah, yeah. I mean, I guess we all know that as humans, too. It cannot be taught. I don't think so. But I think poems are one thing that do teach me. Mm-hmm. How to make myself happy, mm-hmm. and also how to see what consequence there is from me trying to make myself happy. Mm-hmm. And as a last question, a very difficult one, we also heard about it in the poem when it was, is it top of the neck, base of the skull, where the soul might be located? What would be your guess? Where would you locate the soul? Just a little simple question here. Well, I love, in the translation I read of the first speech, I love what, is it Selber, the professor who was here? That's such a wonderful idea that he had, that it is constantly turning things around. So I suppose I do think of it as something in animation, but also something, which I suppose is also Aristotle's idea, but also something that can be very still. And I do absolutely feel that a poem and the language of the poem is something that puts things into animation, both a relationship from word to word and from human to human and human to world. So maybe, yeah, it's unlocatable. It's unlocatable. That's the answer. Okay. Yeah. Thank you very much. Thank you so much, Monica. Thank you. Als nächste Autorin möchte ich Ihnen Tziruya Shalev vorstellen. Tziruya Shalev ist aus Israel angereist, mit einem großen Roman, einem schweren und gleichermaßen leichten Roman im Gepäck, Schmerz. Kann ich sagen, sie schreibt an einer einzigen großen Erzählung, in die viele andere Erzählungen münden, wie in einen gewaltigen Fluss? Nein, es sind doch mehrere.
und sie sind sehr unterschiedlich. Und doch scheinen sie mir einen Fluss zu bilden. Denn Tsiruya Shalev gibt den Affekten auf sehr kluge Weise den Raum, den sie brauchen, und zeigt, dass die Dualismen in Bewegung sind und sich aufeinander beziehen. In langen, nicht enden wollenden Sätzen geht sie den Irritationen und Traumata, den Erinnerungen und inneren Stimmen nach, und die Sätze wollen nicht aufhören, geraten meisterhaft übersetzt von Mirjam Pressler in den Rhythmus des eigenen Denkens und gehen gegen ein unnötiges Ende an. Sie hören nun allerdings keine Passage aus ihrem neuen Roman Schmerz, sondern aus einem älteren Buch, nämlich aus Späte Familie. Tsiruya, bitte. Hello, good evening. Are there Hebrew speakers here? No, okay. So you will have to suffer a bit. בשארית כוחותיי אני חוזרת בבוקר לביתי, עצמותיי מצטמררות מתחת לאורי. לעולם לא עברי אצלכם, אני מסרבת להפצרותיה. איך אני עברי בלי לישון? אבל את גילי היא תאסוף מבית הספר, ואולי אפילו יישאר אצלם עוד לילה עד שאתאושש. כך שוחחו ביניהם על ההתאוששות שלי, כאילו זו רק שאלה של זמן. כך מנסה גם אני לומר לעצמי בימים הבאים, שרועה באפיסת כוחות על המיטה, אבל לרגעים אני נזכרת שאפשר גם לא להתאושש. יש אפשרות כזו, ויש אנשים כאלה שלא התאוששו, והם הולכים וניתקים מן העולם המתפקד שהיה עד לא מזמן ביתם שלהם, וסופם שילקחו למוסדות מיוחדים, ושם תיבלע זעקתם בין הקירות, תחומה ומבודדת, פן תפריע להתנהלות התקינה של עולמם הקודם, ונדמה לי שאני רואה את הנפש שלי מפרפרת בין שתי הרשויות, לזה כבר אינה שייכת ולאחר עדיין לא נענתה, יצור כלאיים אכזרי, ספינקס שלוח רסן. לא רק יכולתי להיפטר ממנה, לחנוק אותה במסתרים, לא רק יכולתי לחיות בלי נפש. הרי בלי רגל אפשר לחיות, ובלי רחם, ואפילו בלי כליה. והנה זה מעכשיו חלומי הגדול, לעקור את הנפש הזו, המשתוללת בתוכי ללא שליטה, לשלוף אותה מקרבי, שהרי היא ממאירה. כל השנים התחזתה לבריאה, ודווקא עכשיו כשאני זקוקה לאכלתה, ואני מתהפכת על משכבי בבית הדומם. המחשב כבר קבעו ימים על ימים, על המשיבו נאספות הודעות ונמחקות מבלי שנשמעו. מחבלת תחבולות לשעות אחר הצהריים, ממי אבקש היום לקחת את הילד רק לא להגיע לבית הספר, לעמוד מול האימהות כשאני כבר לא אם. שהרי מרגע שהפסקתי להיות אשתו של אמנון, הפסקתי להיות אם. שמרטפית משתמטת נעשיתי, חסרת אחריות, פורקת עול. אז היום אמנון, ומחר אמא שלי, ואחר כך אמא של גילי, של גיא, של רונן, של איתמר, ובסוף הוא כבר לא יזהה אותי. איך אמר לו אמנון אותו לילה, בעודי סגורה בשירותים, מי שהיא, אישה שאתה לא מכיר, שתכף הולכת. Thank you for your patience. Diese Seele. Mit letzter Kraft kehre ich am Morgen nach Hause zurück. Die Knochen zittern unter meiner Haut. Bei ihnen würde ich nie gesund werden, ich wehre mich gegen ihr Drängen. Wie soll ich gesund werden, wenn ich nicht schlafen kann? Aber sie wird Gilly von der Schule abholen und vielleicht sogar bis abends bei ihm bleiben, bis es mir wieder besser geht. So haben sie unter sich meine Gesundung genannt, als wäre es nur eine Frage der Zeit. So versuche auch ich es mir in den Tagen danach einzureden, kraftlos im Bett liegend, aber manchmal erinnere ich mich daran, dass man sich nicht immer erholt. Diese Möglichkeit gibt es. Es gibt Menschen, die nicht wieder gesund werden. Sie werden von der funktionierenden Welt abgeschnitten, die bis vor kurzem noch ihr Zuhause war,
Und am Ende werden sie in eine spezielle Klinik gebracht. Dort wird ihr Schreien von den Wänden geschluckt. Ihr Schreien wird eingemauert und isoliert, damit es die Routine der Welt nicht stört. Und mir scheint, dass ich meine Seele zwischen den beiden Bereichen schweben sehe. Zu diesem gehört sie nicht mehr und zu dem anderen noch nicht. Ein grausamer Zwitter, eine ungezügelte Sphinx. Wenn ich sie nur loswerden könnte, sie heimlich ersticken, wenn ich nur ohne Seele leben könnte. Ohne Bein kann man leben, ohne Gebärmutter und sogar mit nur einer Niere. Ich sollte mir diese Seele herausnehmen lassen, diese Seele, die ungezügelt in mir herumtobt. Ich sollte sie aus meinem Innern ziehen, denn sie wuchert bösartig. In all den Jahren hat sie so getan, als wäre sie gesund. Und ausgerechnet jetzt, wo ich sie dringend brauche, ist sie krank geworden. Ich werfe mich in der stillen Wohnung im Bett umher. Der Computer ist schon seit vielen Tagen ausgeschaltet. Auf dem Computer häufen sich die Nachrichten und werden am Abend gelöscht, ohne abgehört worden zu sein. Ich schmiede Pläne für den Nachmittag. Wer kann heute den Jungen abholen? Ich will auf keinen Fall zur Schule gehen, vor den anderen Müttern stehen, während ich schon keine Mutter mehr bin. Denn in dem Moment, als ich aufhörte, Amons Frau zu sein, habe ich auch aufgehört, Mutter zu sein. Ich bin zu einer Babysitterin geworden, die sich drückt. Ich habe die Last der Verantwortung abgeworfen. Also heute wird Amon ihn abholen und morgen meine Mutter und morgen die Mutter von Ronen, von Itamar und am Ende wird er mich nicht mehr erkennen. Was hat Amon damals zu ihm gesagt, in jener Nacht, in der ich im Badezimmer eingesperrt war? Eine Frau, die du nicht kennst, die gleich wieder geht. Wieder und wieder schlurfe ich durch die Wohnung, die immer leerer wird. Gestern hat er seine letzten Sachen abgeholt. Er hat die Bilder des alten Jerusalem von den Wänden genommen. Die Zeugen unseres Familienlebens werden immer weniger. Bald werde ich ohne Beweise zurückbleiben. Niemand wird glauben, dass hier einmal drei Personen gelebt haben. So viele freie Stellen gibt es jetzt in den Bücherregalen, in den Kleiderschränken, auf der Ablage im Badezimmer. Sogar die Kuscheltiere wandern langsam in das schöne große Zimmer. Bald wird auch Gilly von hier verschwinden. Niemand wird glauben, dass hier einmal ein Kind gelebt hat. Und am Ende werde ich nur mit dem wenigen zurückbleiben, das wirklich mir gehört. Und wer weiß, was das überhaupt ist? Ich habe mir das alles nur eingebildet. Wie vergänglich war alles, wie flüchtig. Nehmt euch in Acht, möchte ich den Menschen sagen, die unter meinem Fenster vorübergehen. Belügt euch nicht. Ihr besitzt eigentlich nichts. Ihr hattet nichts und ihr werdet nichts haben. Nur eine kranke Seele. Eines Morgens werdet ihr feststellen, dass dies euer ganzer Besitz ist. Und ausgerechnet den könnt ihr nicht brauchen. Vielen Dank, Ines Westernströer, die die deutsche Übersetzung vorgetragen hat. Thank you so much. It was beautiful. We just heard about the wish of a woman to lead a soulless life. Yes. At the end of a relationship, from your book Späte Familie. The woman decided to end a relationship, to cut it off. And this cut affects not only the relation to her husband, but all other relations as well. And it seems to me as if the soul would have left, as if the soul would have been in the relationship. This might lead to a strange question. Might the soul be something that two people share, that it not belong to one individual, but also always to one person and another? Well, no, it's not a strange question. I think it's an interesting question. But I think that for this woman, the soul is the place where we feel the pain, mm-hmm. and where all the emotions are. Mm-hmm. And when she feels that her soul is not healthy, when the soul is sick, then all the
all the other relationships are not possible anymore. Mm-hmm. So I would say that the soul is very individual. Mm-hmm. I don't think two people in love can share one soul. But I think it's true that when the soul is injured, then the option of communication disappeared. And of course, it's very painful. Mm-hmm. Yes. Thank you. And another question concerns the length of your sentences, the length of your phrases. Uh-huh. When I've been reading them, I felt they could serve as a protest against short thoughts or against early endings or against complete breaks. Yes. Yes, you're right. You know, I feel that the soul speaks in very long sentences. Mm-hmm. I mean, thank you. For me, this is the language of the soul. I cannot trust a language that speaks shortly, in a laconic way of speaking. So. And yes, since I'm very interested in the soul and in the language of the soul, this is what I felt is right. Mm-hmm. Like this kind of obsessive rhythm. Mm-hmm. For me, this is the rhythm of the soul, but maybe it's only my soul. I don't know about yours. Thank you very much. Thank you. Als nächstes darf ich Ihnen Marisela Guerrero vorstellen. Die mexikanische Dichterin war mir kein Begriff, bis ich im November in Berlin bei der Eröffnung der Latinale mit ihr gemeinsam auftreten durfte. Seitdem ist sie mir nicht nur ein Begriff, sondern mehr als das ein Star oder vielleicht eher ein Komet. Und es freut mich sehr, dass es uns so kurzfristig noch gelungen ist, sie einzuladen, und allein die Kurzfristigkeit ist schuld, dass Sie leider in der Publikation zur Poetica von Marisela Guerrero keinen Text finden. Sie müssen einfach zu Ihrer Lesung kommen. Kennen Sie dieses großäugige Erstaunen, diese enorme Heiterkeit und Dankbarkeit, die sich einstellen, wenn einem etwas rückhaltlos gefällt? Um Eleni Sikelianos zu zitieren, blessed beyond earth's howling bliss, selig jenseits der heulenden Wonne der Erde. Aber hören Sie selbst, Marisela. Danke. Okay. Esta semana, el presidente de la República Mexicana, Enrique Peña Nieto, al explicar el alza de la gasolina ante el pueblo mexicano, nos preguntó a los mexicanos que nosotros qué hubiéramos hecho en su lugar. A lo que muchos mexicanos contestamos, ¿por qué no nos preguntó antes? Okay. Makochipiten sin, mano costeca no pitelon sin, makochi cochi pitelon sin. Daño superficial. El desgaste puede ser definido como el daño superficial sufrido por los materiales después de determinadas condiciones de trabajo a los que son sometidos. Este fenómeno se manifiesta por lo general en las superficies de los materiales, llegando a afectar la subsuperficie. El resultado del desgaste es la pérdida del material y la subsiguiente disminución de las dimensiones y, por tanto, la pérdida de tolerancias. A veces soy un pez, o muchas variedades de peces. Quisiera ser un pez colorido, hermoso y dúctil, aunque esta mañana soy un pez globo. Me he hinchado y me han salido espinas. La doctora me pide que me coloque sobre la plancha. ¡Clum!
Me dice que las jornadas laborales de ciertos peces no debieran extralimitarse, así, extralimitarse, como si las jornadas a sí mismas se llevasen a límites extralimitados. La doctora Blanca, como porcelana de la dinastía Blanca, como flor de jazmín en perlas para el té, Blanca como cold cream, Lugones, pienso. Luego me dice, usted es un pez globo. Ajá, usted se ha extralimitado. ¿Qué desayunó esta mañana? Manzanas, 2 o 3, redondas como los pómulos de mis hijos. Manzanas redondas, jugosas, dulces, de carne blanca y crujiente. Usted se ha extralimitado. Las cosas rojas producen irritaciones e inflamaciones. Camine por la sombrita y suprima las cosas rojas por tiempo indefinido. La sombrita debe ser blanca, su cólera blanca, sus palabras habrán de ser blancas, armas blancas las que necesite. Aquí, en nuestra blanca farmacia, le surtiremos blancura. Pastillas blancas con rayita en medio. Un pez globo se esponja en medio de la mar salada y no sonríe. Evite los frutos rojos, las primaveras, pero sienta, intuya, recupérese como vaya pudiendo. Gracias. Ok. Oberflächlicher Schaden. Abnutzung lässt sich definieren als oberflächlicher Schaden an Materialien durch bestimmte Arbeitsbedingungen. Das Phänomen zeigt sich im Allgemeinen auf Materialoberflächen und betrifft auch den Raum unmittelbar unterhalb der Oberfläche als unterhalb der Oberfläche. Resultat der Abnutzung ist Materialverschleiß, darauf folgende Dimension, Schrumpfung und folglich Toleranzverlust. Manchmal bin ich ein Fisch. Oder viele verschiedene Fischarten. Ich wäre so gern ein bunter Fisch. Schillernd und geschmeidig. Aber heute Morgen bin ich ein Kugelfisch. Ich habe mich aufgeblasen und mir sind Stacheln gewachsen. Die Ärztin bittet mich auf den Untersuchungstisch und erklärt mir die Arbeitstage gewisser Fische. Sollten nicht überreizt werden. Ganz recht. Überreizt, als hätten die Arbeitstage selbst gesteckte Reizgrenzen. Die Ärztin weiß wie das Porzellan der weißen Dynastie, wie eine zu Teeblättern zerpflückte Jasminblüte, weiß wie Cold Cream, Lugones, denke ich, und dann erklärt sie mir... Sie sind ein Kugelfisch. Aha. Sie haben es überreizt. Was haben Sie heute Morgen gefrühstückt? Äpfel, 2 oder 3. Rund wie die Bäckchen meiner Kinder. Rote, saftige Äpfel mit süßem, knackigem, weißem Fleisch. Sie haben es überreizt. Rotes kann zu Reizungen und Entzündungen führen. Meiden Sie die Sonne und verzichten Sie einstweilen auf Rotes. Suchen Sie blanken Schatten auf, blanke Wut, blanke Worte. Blanke Waffen finden Sie hier, hier in unseren blanken Apotheken bieten wir Ihnen Blankheit. Blanke Pillen mit Schlitz in der Mitte. Ein Kugelfisch bläht sich auf, mitten im salzigen Meer und lächelt nicht. Meiden Sie rote Früchte, den Frühling. Aber folgen Sie Ihrer Intuition. Und dann genesen Sie, so gut Sie können. Now in English? Yes? Yes. Okay. Marisiela, you've been writing a whole ensemble, a whole group of poems titled Fricciones, Reibung, also friction, concerning different forms of abrasion, of erosion, which affects material, bodies, humans, animals, for example, shrimps and crabs, subjects and objects. It seems that erosion in human terms affects the body and the soul. And then in your poem, there are engineers and doctors. And those engineers seem to be quite weird, if I may say so. So here's my question. What can the doctors do? What can the engineers do
And what can poetry do? We can study the friction. Mm-hmm. We can study the erosion, and we can understand that the erosion is natural, mm-hmm. and the soul is so frictionated mm-hmm. All the time with the work, with the think, and I think that the poetry and all of us, mm-hmm. can we take care mm-hmm. about ourselves and the others. Mm-hmm. We can to value the work to care, mm-hmm. the work to think about the others. Mm-hmm. This is the work of the poetry. Mm-hmm. Think about the life and the work of another person. Mm-hmm. And we can make that work will be so important, more than accumular. Yes. Wertsteigerung, accumulation. Exact. Yes. This is my mm-hmm. answer. Thank you very much. Thank you. Sie haben bereits gehört, dass Übersetzungsfragen bei diesem internationalen Festival, wie könnte es anders sein, eine zentrale Rolle spielen. Nun möchte ich Ihnen Stefan Weidner vorstellen, den Sie, da er Kölner ist, möglicherweise schon kennen. Aber Stefan Weidner hat eine große Aufgabe auf sich genommen. Er hat die erste vollständige deutsche Übersetzung des Tarjuman al-Ashwaq zu Deutsch, der Übersetzer der Sehnsüchte, gegeben. Einer Sammlung von Liebesgedichten des sufischen Dichters Ibn Arabi, der 1165 in Murcia, Spanien, geboren wurde und 1240 in Damaskus, Syrien, starb. In einem höchst interessanten Text, den Sie in der Publikation zur Poetica finden, stellt Stefan Weidner die Schwierigkeit folgendermaßen dar. Ibn Arabi hat die Sehnsüchte, die er meinte, in der Sprache und mit Bildern formuliert, die ihm als arabischer Dichter zur Verfügung standen. Als Übersetzer habe ich zu zeigen, was dies bedeutet, wie er das gemacht hat, was diese Bilder, diese Sprache, diese Metaphern sind. Ich habe aber zugleich zu versuchen, in dem Moment, wo ich dies zeige und indem ich dies zeige, die Sehnsüchte in meiner Sprache aufscheinen zu lassen. Kurzer Text, den ich zweimal vorlese. Das erste Mal zum Mitschreiben für Sie. Ahbabu qalbi aynahum. Bilahi, kulu aynahum. Kama ra'ayta taifahum, fahal turini aynahum. Fakam wa kam atlubuhum, wa kam sa'altu baynahum. حتى أمنت بينهم وما أمنت بينهم لعل سعدي حائل بيننا وبينهم لتنعم العين بهم فلا أقول أينهم. Und jetzt noch ein bisschen rockiger. باب قلبي أينهم بلهي قولوا أينهم كما رأيت تيفهم فهل تريني عينهم فكم وكم أطلبهم وكم سألت بينهم حتى أمنت بينهم وما أمنت بينهم لألا سعدي حائل بيننا وبينهم لتنعم العين بهم فلا أقول عينهم. Jetzt auf Deutsch. Wo sind sie, unsere Lieben?
Sagt bei Gott, wo sind sie hin? Willst du mir ihre Wesen zeigen, so wie ich ihre Schemen sah? So oft verlange ich sie, dass ich bei ihnen bleiben darf, bis ich vor Trennung sicher bin und doch zugleich nie sicher bin. Vielleicht gelingt es meinem Glück, ihr Wegsein aus dem Dasein auszuweisen, auf dass das Auge sich an ihn freuen darf und ich nicht frag, wo sind sie denn? Ich habe anfangs ja über die Übersetzungsschwierigkeiten gesprochen, die auftreten, wenn man Seelenkonzepte von einer kulturellen oder religiösen Tradition in eine andere transportiert, während man vordergründig vielleicht für die meisten Leser und Leserinnen am eigenen Begriff der Seele festhält. Welche Entscheidungen mussten Sie treffen? Wie haben Sie die Seele aus dieser Tradition übersetzt? Also Wörter leben ja im Kontext, das heißt, sie leben aus dem Zusammenhang, in dem sie stehen, im einzelnen Vers, im einzelnen Gedicht und im Gedichtband. Und insofern habe ich das Wort Seele erstmal das Wort Seele sein lassen, das Ganze ein bisschen umschrieben in Anmerkung und Nachwort, aber ich glaube, das Entscheidende, was das Seelenkonzept bei Ibn Arabi oder die Vorstellung von Seele in dieser speziellen Zeit der islamischen Kultur, Mittelalter, Andalusien, Grenze vom 12. aufs 13. Jahrhundert, was dieses Seelenkonzept ausmacht, erschließt sich tatsächlich durch den Kontext, durch die Lektüre der Gedichte. Dann bekommt man eine Vorstellung davon, was das gewesen sein kann. Man kann es nicht mit einem Schlag plopp als ein Wort oder ein Satz oder auch nur eine Anmerkung hinsetzen. Und wissen Sie noch, welche deutschen Entsprechungen, sozusagen die Menge der deutschen Entsprechungen, die Sie eingesetzt haben in diesem Fall? Ja, das hängt von den jeweiligen arabischen Worten ab. Das Problem ist eigentlich, dass die Araber sehr viele Worte haben, wofür wir immer nur ein Wort haben. Und sodass im Deutschen, wenn im Arabischen die Seele vorkommt, was gar nicht so oft vorkam in dem Gedichtband, es ist mehr von Liebe und Gefühlen und allem Möglichen die Rede, dass man dann doch Seele lassen muss. Problematischer ist es bei dem Wort Liebe, wofür die Araber wirklich Dutzende von Ausdrücken haben. Da ist sehr viel Kreativität gefragt. Oder man macht es anders. Das heißt, ich nehme dann zwar immer Liebe, aber nehme an anderen Stellen, wo das Deutsche vielleicht mehr Wörter oder mehr Flexibilität hat, mache Gebrauch von einer größeren Wortpalette. Vielen Dank. Danke. Thank you.
Sie hörten soeben Matthias Kurt an der Gitarre und Murat Kakmat an der Nai. Vielen Dank.
Auf die Besonderheiten der nahe genannten Rohrflöte werden wir nach der Lesung der türkischen Dichterin Nuran Duman zu sprechen kommen. Denn sie hat dem sehnsuchtsvollen Klang dieser Flöte einen ganzen Zyklus gewidmet, der den Titel Nainur trägt. Nuran Duman lebt in Istanbul, sie ist Dichterin und vieles mehr. Sie studierte Schiffbau und Ozeantechnik, arbeitete für Fernsehen und Radio, als Schauspielerin, aber auch als Theatertechnikerin, Fachgebiet Elektrik. Sie hören nun ein Gedicht, nicht das erste des Zyklus, sondern Nummer 5. Good evening. Thank you, Murat and Matthias, for this beautiful music. I'm going to fifth poem of Nainur, which includes 18 poems that I wrote for Rumi's 18 Beits. Those 18 Beits called the Song of the Reed Flute. First, I'm going to read the original version, the two lines, the Beit in Persian, and the other lines I'm going to read the Turkish translation. Later, I'm going to read my poem that I wrote for this Beit. Men beher cemiyeti nalan şodem, cüfti bet halan u hoş halan şodem. Ben her toplulukta inleyip iyilere de eş oldum, kötülere de. A. Perdenin geçildiğidir. Ney idim? Soluk ses oldu, geçti can. Da, ten, pes ile tizden her perdede. Nur idim, kendi gözümde bilmiyorum, portem nasıl dizilmiş, solfejim kimin elinde? B. Selamdır, alınıp verilir, soluktur. Ney yolumda iki yöndür, yürüdüm ikisinden de. Hepsi bana birdi, inişin düğümleri, çözümleri yükselişin. Gerçektim, düştüm, anlattım. Ayrıyım, ayrıyım sevgiliden. Nur yoluna çıktım, duyuyorum, hiçliyor ney. Yürümem için o ve bu yöne ve şu. Selamlar getiriyor dile sevgiliden. Dankeschön. Fünfter Vers. Ich bin Gefährte des Guten wie des Bösen. Das beklage ich in jeder Gemeinschaft. A. Hinter den Schleier treten. Die Nai war ich. Aus meinem Atem wuchsen die Töne des Lebens. Mit dem Klang vergingen Seele und Körper hoch und tief nach jedem Schleier. Das Licht war ich. Den eigenen Augen fremd. Wie waren die Notenblätter geordnet? Wer lehrte mich das Singen? B. Ein Gruß entboten und angenommen ist der Atem. Die Nai war Anfang, war Ende des Wegs. Von beiden brach ich auf. Alles war mir eins, den Knoten des Ab- des Aufstiegs zu lösen. Wirklichkeit war ich und Traum, und ich rief, einsam bin ich, getrennt vom Geliebten. Ich ging den Weg des Lichts, ich höre die Nai entschwinden, kann ihr nicht folgen nach hier und dort. Grüße bringt sie, spricht vom Geliebten. Yes, the sound of the reed flute. It's a bit as if the breath itself would resonate and become music, like the acceleration of the breath and excitement, or the sad sound of a sigh. All this is to be heard. The starting point of your ensemble of poems, a famous poem by Rumi, and each of your poems takes a couplet of the poem by Rumi as a motto or as a source of poetic contemplation.
Can you tell us something about the significance of the reed flute? The reed is a plant, firstly, but when it becomes the reed flute, it becomes something else in especially mystic and Rumi poems, also in Anatolian culture. We call the reed flute insanı kamil. Mm-hmm. Insanı kamil means perfect human being, mm-hmm. especially in Rumi's poems. So here I called my poem's name Neynur. Ney is the reed flute, mm-hmm. Nur is the holy light. But also in this poem, in this 18 poem collection, Ney is the teacher. İnsan-ı Kamil is a teacher who knows the secret knowledge and who is very generous to give. So he or she, because İnsan-ı Kamil can be he or she, so he or she is looking for the true, for the right student to give and to right ears, to open ears, to say. Mm-hmm. And Nur, in my poem, is the human being, and also my name is beginning with mm-hmm. Nur, and she is the candidate mm-hmm. to be a student of Ney. Mm-hmm. Yes. So then the Rumi poem did teach you in order to write your poems? In fact, trying to be a good person or trying to find the ways of the goodness of humanity has been always one of my duty for my own self or also for my poet self. In Anatolia, generally in daily life, people try to live with these lines, the Rumi's lines and also Yunus Emre, maybe you heard, the other Sufi. These two poets are dervishes and also we have other dervishes. So in the ordinary life, my family and the basic Turkish culture teached me. Mm-hmm. But now I am learning by myself from Rumi poems. Mm-hmm. Thank you very much. Thank you. Und wir werden nun mit dieser Gruppe von Dichtern die Bühne verlassen. Und ich sehe immer noch Leute stehen. Also wenn Sie jetzt den Umbau, unseren Aufgang und Abgang und den Aufgang von Herrn Professor Blamberger nutzen könnten, dass vielleicht hier einige Leute die freien Plätze zusammenrutschen, sodass an den Seiten Plätze frei werden für die Leute, die hier noch am Rand stehen. Das wäre sehr freundlich. Vielen Dank.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, erstmal herzlichen Dank, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Und unsere wunderbare Moderatorin Monika Rink hat eine kleine Pause verdient und Heinrich Detering und ich werden sie nun füllen mit Minima Poetica. Und ich fange mit dem allerbekanntesten deutschen Seelengedicht an. Und meine Seele spannte weit ihre Flügel aus, flog durch die stillen Lande, als flöge sie nach Haus. Eichendorffs Gedicht Mondnacht, meine sehr verehrten Damen und Herren, kennt jeder auswendig, weil es so tröstlich das Schicksal alles Inwendigen beschreibt. Zwar heißt es scheinbar relativierend von der Seele, als flöge sie nach Haus, und am Anfang des Gedichtes, es war, als hätt der Himmel die Erde still geküsst, aber der Konjunktiv ist hier kein Ausdruck der Skepsis, er hat den Charakter der Bejahung. Sonst hätte der Katholik Eichendorff dieses Gedicht nicht in eine Folge geistlicher Lieder eingereiht. Bejaht wird der jüdisch-christliche Glaube, demzufolge dem Menschen die Seele von Gott eingehaucht wurde und mit dem letzten Atemzug vom sterblichen Körper befreit, wieder zu Gott zurückkehrt. Bejaht wird zugleich das Gebot des Alten Testaments, dass man sich kein Bildnis machen dürfe. Weil Gottes Reich nicht von dieser Welt ist, die Vereinigung des Endlichen mit dem Unendlichen nicht geschaut werden kann, werden die Seelenbilder in einen Konjunktiv gesetzt, der jedoch als Potenziales und nicht als Irreales zu verstehen ist. Anders als Eichendorff vermisst die amerikanische Dichterin Sylvia Plath die Spannweite der Seele. In dem nach ihrem Freitod 1963 publizierten Lyrikband Ariel finden sich folgende Verse. Ich bin bewohnt von einem Schrei, nachts flattert er aus und sucht mit Haken nach etwas zum Lieben. Mich schreckt dieses dunkle Ding, das in mir schläft. Tagsüber fühle ich sein weiches, gefiedertes Drehen, die Bösartigkeit. Wolken ziehen zerstieben. In Saruya Chalefs Roman Späte Familie, Sie haben es gerade gehört, tobt die Seele als ungezügeltes Sphinx. Bei Sylvia Plath ist sie ein Schrei, der des Nachts ausflattert wie eine Fledermaus, ein Vampir und tagsüber als bösartiges, dunkles Ding in ihr schläft. Die Seele wird als etwas Eigenes und doch unverfügbar Fremdes wahrgenommen. In Metaphern auch hier, jeder Bezug zum Transzendenten ist jedoch gekappt. Und signifikant für die Moderne ist, dass die Seele als kranke Seele erscheint. Zwei Seelengedichte, zwei ganz verschiedene Weisen, in die Nacht auszufliegen. Eine weitet mir das Herz, die andere zieht es mir zusammen. Gedichte berühren die Seele, affizieren Gefühle und Gedanken zugleich, wenn ich sie lese, und werden eindrücklicher noch, wenn ich die Stimme eines Dichters, einer Dichterin höre, selbst dann, wenn ich ihre Sprache nicht verstehe. Das ist der Effekt der Poetica, die wie jede Dichterlesung die Rede von der Dekonstruktion des Autors Lügen straft. Wen kümmert's, wer spricht, hieß es mit Foucault fast zwei Jahrzehnte lang. Die Hinwendung zur Materialität der Kommunikation und zur Präsenztheorie haben innerhalb der Literaturwissenschaft dafür gesorgt, dass der Autor wieder zu seinem Text gehören darf, wie die Seele zum Körper, sodass die im Jahr 2015 installierte Dauerausstellung von Exponaten toter wie lebender Autoren im Marbacher Literaturmuseum den Namen Die Seele erhielt und Hans-Ulrich Gumbrecht in einem Vortrag so emphatisch vom beseelenden Hauch der Literatur sprechen konnte. Mit welchem Recht aber? Und was heißt heute überhaupt Seele? Ist Seele in säkularisierten Kulturen nicht bloß ein leeres Wort zur Wiederverzauberung der Welt oder ein Ersatzwort für das Unbewusste, das den Seelenärzten eben kein Rätsel ist? Von der jenseitigen Karriere der Seele reden selbst die Theologen kaum mehr. Die nuancenreichen Seelendebatten zweier Jahrtausende scheinen vergessen. Gegen eine völlige Demontage von Seele als anachronistischem Mythos spricht jedoch die elementare Erfahrung, dass sich jeder Mensch in jedem beliebigen Augenblick als Träger zahlloser Stimmungen, Willensregungen, Körperempfindungen, Denkakte erlebt und sich dabei über innere und äußere Wahrnehmungen, Ich und Welt,
immer wieder neu zu verständigen versucht. Die Seele hat, und das wäre eine zeitgemäße Definition, eine unsichtbare Evidenz als inneres Selbstgespräch, als ein Medium permanenten Selbstbezugs im Zugleich von Gefühlen und Gedanken. Dieses Selbstgespräch ist ein Leben lang in Bewegung, in veränderlichen Figurationen, den Wolken vergleichbar, die vorüberziehen und wieder zerstieben, wie Sylvia Plath schreibt. Als Ausdruck eines inneren Selbstgesprächs mag auch das Schreiben von Literatur verstanden werden, wobei hier deutlich wird, wie viele fremde Stimmen sich im eigenen mischen, dass die Seele ein Wechselbezug von Individuellem und Sozialem ist, dass von den Sprachen der Seele nur im Plural gesprochen werden kann, wie im Titel unserer Poetika. Dass von der Literatur selbst wieder ein beseelender Hauch ausgehen soll, ist damit nicht ausgemacht. Das bleibt eine Metapher, die auf die Wirkmacht ästhetischer Ideen in der Literatur verweist. Diese Gründe zu Kant in seiner Kritik der Urteilskraft auf einer Oszillation wie Dispersion von Begrifflichem und Unbegrifflichem, die im Leser immer wieder neue Gefühle und Gedanken stimuliert, weil ästhetische Ideen eben nie endgültig zu fixieren sind, wie Wolken in immer neuen Konturen vorüberziehen und zerstieben. Ein inneres Selbstgespräch wird in Literatur übersetzt und erzeugt beim Rezipienten ein neues inneres Selbstgespräch. Das könnte man auch wieder metaphorisch als Beseelung, als Seelenwanderung verstehen und, wenn man will, Literatur als eine Kur der Geister, der toten und doch unsterblichen Seelen, die in einer Aula wie dieser spürbar wird. In Vorlesungen hier, die erfüllt sind von den Stimmen der Toten, ob sie nun Eichendorff oder Plath, Nero oder Hitler, Homer oder Celan heißen. Wir folgen ihren Stimmen im Widerstreit gegen das Entsetzliche, das sie verkörperten, um dessen Wiederkehr zu verhindern. Wir folgen ihren Stimmen im Staunen über deren Klugheit, Menschlichkeit und Schönheit, um im Vergangenen den Funken der Hoffnung anzufachen. Manchmal erkennt man dabei jedoch, dass die Welt schon immer aus den Fugen war und schwerlich wieder einzurichten. Wenn Worte Atem sind und Atem Leben ist, dann habe ich kein Leben, um auszuatmen, was du mir eben gesagt. So heißt es im dritten Akt von Shakespeares Hamlet. Gertrud, die Königin, antwortet mit diesem Seelenbekenntnis ihrem Sohn, nachdem er ihr voller Zorn und Ekel die Wahrheit über die Ermordung des Vaters ins Gesicht geschleudert hat, von der er nicht weiß, ob sie wahrhaft Wahrheit ist oder nur Wahrheit zu sein scheint. Weil er im Zweifel ist, ob der Geist seines Vaters nur Spuk und Täuschung oder transzendente Instanz ist, inszeniert er ein Stück im Stück, die Mausefalle, um die Verstellungskünstler am Hofe zu überführen. Shakespeares Modernität liegt darin, dass er die Seelenfrage nicht als metaphysische, sondern als moralische und erkenntnistheoretische behandelt. Es geht nicht mehr um die Differenz von diesseits und jenseits, sondern um die von innen und außen. Anders gesagt, wenn einer sich etwas von der Seele redet, weiß man noch lange nicht, ob er die Wahrheit spricht. Das Problem ist im Grunde unlösbar, denn Seelen lassen sich so Kleists schmerzlicher Erkenntnis in der Penthesilea nicht berechnen. Nichts aber ist unheimlicher als die Unberechenbarkeit von Personen, als überraschende Identitätswechsel, aus denen traumatische oder tödliche Zäsuren entstehen. In Kleists Werken tummeln sich solche Sleeper, wie man nach dem 11. September 2001 Personen nannte, aus denen plötzlich das Böse herausbricht, das unter der Maske des Guten lange im Verborgenen schlummerte. Unheimlich ist es, wenn der freundliche Kommilitone Mohammed Atta, an der TU Hamburg in Stadtplanung diplomiert über mehrere Jahre hinweg, plötzlich als Terrorist ein Flugzeug in die Twin Towers steuert. Unheimlich ist es, wenn edle Retter zu Missbrauchstätern plötzlich werden, wie Graf F. in der Marquise von O. Oder wenn einer den naiv-loyalen Bündnispartner spielt, um einen Hinterrücksland zu überfallen, wie der Karuskerfürst die Römer in Kleists Hermannschlacht. Es ist kein Wunder, dass Kleists bis heute publikumswirksamstes Stück das Käthchen von Heilbronn ist, in dem Käthchen die schöne Seele über Kunigunde die hässliche Seele siegt, weil Kunigunde das, Zitat, unsichtbare Ding, das Seele heißt, nicht im Griff hat und sichtbar
aufwacht. In der Künstlichkeit ihres äußeren Putzes entlarvt sich schließlich die Niederträchtigkeit ihrer inneren Antriebe und Graf Wetter heiratet die richtige Kätchen, die schöne Seele, nicht das Biest. Ja, das wäre sehr einfach, wenn sich im Äußeren das Innere widerspiegelte, das Unsichtbare sichtbar würde. Kleist hielt nicht viel vom Happy End seines Kätchen und wenig vom Traum von der schönen Seele, auf den die Literatur und Philosophie des deutschen Idealismus eine Zeit lang setzte in der Abgrenzung von den Verstellungskünsten des Adels und dem gewissenlosen Opportunismus in einer Krisenzeit nach der Französischen Revolution, in einer Zeit grandioser Entstabilisierung von Lebensplänen und sozialen Zusammenhängen in ganz Europa. Wobei die Konkurrenz von Anmut und Würde, wie Schiller die schöne Seele definierte, im idealistischen Verständnis als Resultat eines von Mentoren geleiteten und überprüften Bildungs- und Entwicklungsprozesses galt, bei dem die ästhetische Erziehung durch Literatur und Kunst mithelfen sollte. Die schöne Seele nicht als Ist, sondern als Soll-Zustand. Das kommt uns auch heute bekannt vor, ebenso wie die Alternative Vertrauen oder Verdacht. In Zeiten postfaktischer Rede dominiert der Verdacht, weil kaum mehr jemand zwischen Schein und Sein, medialer Inszenierung und Wirklichkeit zu unterscheiden weiß, wird auf Wahrhaftigkeit mehr geachtet als auf Wahrheit. Während wahr ein Urteil bezeichnet, bei dem das Gemeinte tatsächlich mit dem Sachverhalt übereinstimmt, so ist wahrhaftig die Bezeichnung für die Übereinstimmung von Rede und Überzeugung des Redenden. Das hilft wahrlich wenig, wie Trumps Wahlsieg zeigt, der seine schändlichen Antriebe, Wollust, Habsucht, Neid, Zorn, früher nannte man das mal Todsünden, in seinen Reden eben nicht verbarg und gerade deshalb seinen Wählern als wahrhaftiger galt als Clinton, die verdächtigt wurde, gegen ihre inneren Überzeugungen zu reden. Der offene Triumph der hässlichen Seele ist eine Absurdität, die sich selbst Machiavelli nicht hätte vorstellen können. Den Unterschied zwischen schönen und hässlichen Seelen erkennt man besser an Taten als an Worten, würde man als Wissenschaftler wie als Christ dagegen halten. Zu hoffen ist weiter auf die Dichtkunst, wenn sie, so der jüdische Autor Wolfgang Hildesheimer, nicht Wirklichkeit in Fiktionen verwandelt, sondern aus ihren Fiktionen Wahrheit gewinnt. Ich danke und leite über an Heinrich Detering. Liebe Freunde der Poesie, liebe Monika, Schiller formulierte zuerst das Problem. Im Musenalmanach auf das Jahr 1797 spricht die Seele, hat er in den Tabulae Votivae beklagt, spricht die Seele, so spricht, ach, die Seele nicht mehr. Das ließ sich derjenige Dichterphilosoph nicht zweimal sagen, der zwei Generationen später die Kunst als die eigentlich metaphysische Tätigkeit dieses Lebens beschwor und mit der Kunst vor allem die Musik Richard Wagners meinte. Aber, so kommentierte Nietzsche später selbstkritisch seine Geburt der Tragödie, aber wie hatte er denn den performativen Widerspruch seiner Sätze in diesem Buch gar nicht bemerken können? Über die Musik als metaphysische Tätigkeit in philosophischer Prosa zu resonieren, was für ein Widersinn, denn spricht die Musik, so spricht, ach, die Musik nicht mehr. Also tadelte Nietzsche sich selbst mit einem Satz, der so berühmt geworden ist, dass ihn Stefan George dann ans Ende seines lyrischen Epitaphs für den toten Nietzsche gesetzt hat. Sie hätte singen sollen, diese neue Seele, und nicht reden. So Nietzsche. Und so George mit ihm und gegen ihn. Aber was meint Nietzsche mit dem Gesang der Seele?
Der selten mitzitierte Folgesatz seiner Vorrede sagt es. Wie schade, so fährt Nietzsche fort, wie schade, dass ich, was ich damals zu sagen hatte, nicht als Dichter zu sagen wagte. Ich hätte es vielleicht gekonnt. Schrieb's und machte sich an die Lieder des Prinzen Vogelfrei, der Philosoph. Dass die Poesie derjenige Modus sei, in dem die Sprache singen könne, das muss man den Machern, den Gästen, den Kompositeuren der Kölner Poetika nicht zweimal sagen. Blue Notes hieß die zweite Poetika, die hier vor genau einem Jahr, im Januar 2016, eröffnet wurde, arrangiert und komponiert von Aleš Steger. Blue Notes. Um blaue Stunden ging es, um blaue Blumen und um die Melancholie. Also um die Poesie und um den Blues. Darum muss nun in dieser Poetikerwoche 2017 unbedingt unter dem Dirigat von Monika Rink, wenn es um die Poesie und die Seelen gehen soll, auch das Wort Soul fallen. Vom Blues zum Soul, das wäre eigentlich der Weg von der Poetika 2 zur Poetika 3. Mindestens dann, wenn die Seele in amerikanischem Englisch singt, dann ist ihr Sound die Soul Music. Niemand unter den amerikanischen Dichtern hat daran so früh, so beharrlich und so emphatisch erinnert, wie der gegenwärtige Literatur-Nobelpreisträger. Unter den über 100 Figuren, die Bob Dylan in seinem wundersamen und noch immer unbekannten Prosawerk Tarantel aus dem Jahr 1966 auftreten lässt, unter diesen über 100 Figuren tritt eine einzige immer wieder auf. Eigentlich tritt sie weniger auf, als dass sie beschworen wird, angerufen wie eine zugleich ferne und vertraute Gestalt, mit deren Namen sich die Hoffnung verbindet auf eine neue, andere Sprache als die, die wir hier im Buch lesen. Mit dem Ausruf Aretha, Crystal Jukebox, Queen of Hymn, beginnt der Text. Aretha, kristallene Jukebox, Königin der Hymne, sei gegrüßt, o großer, einziger Eldorado, Taumel und du, großer, geschundener, persönlicher Gott, doch sie kann dich nicht führen, wenn du ihr folgen willst. Sie kann nicht, sie ist von hinten unsichtbar, sie kann nicht. Nein, die Aretha dieser und vieler folgender Anrufungen in Dylans Buch ist mit der Soul-Sängerin Aretha Franklin, der einzigen bekannten Trägerin dieses Vornamens, nicht einfach zu identifizieren. Aber beide weisen doch ein paar unverkennbare Ähnlichkeiten auf. Die Buchheldin und die Soul-Sängerin. Ein Jahr jünger als Dylan wurde die 1942 geborene Aretha Franklin, 1960 wie er, von John Hammond für Columbia Records entdeckt. Und wie der junge Dylan selbst, so erscheint auch die Aretha seines Textes in unterschiedlichsten Identitätszuschreibungen im Laufe des Buches immer fantasievoller, listenhaft geradezu und listig, immer getreu dem Satz, when asked to give your real name, never give it. Spräche die Seele, so spräche die Seele nicht mehr. Wie für Bob Dylan selbst, so ist auch für die Aretha seiner Dichtung die Musik, das eine Medium, in dem sich der wirkliche, der geheime, der unaussprechliche Name sagen lässt. Der des Ich und der des Heiligen. Arethas Soul Music ist für den Dichter Dylan die letzte, die eigentliche metaphysische Tätigkeit. Alle Anstrengung seiner Poesie führt nur hin zu dieser dann wortlosen Sprache. Mit einem Wort, Aretha ist Bob Dylans Wagner. Der Weg, der die Seele und den Gesang, die Musik und die Poesie verbindet, dieser Weg lässt sich allerdings auch in umgekehrter Richtung beschreiten. Das zeigt Dylans Text, der eben ein langes poetisches Prosabuch geworden ist und gerade kein Song. Diesmal führt seine Dichtung hinein in eine Poesie, die auf der Schwelle zur Musik inne und eine schöne, heikle Balance hält.
Aretha, golden, sweet, sagt in einem späteren Abschnitt der Sprecher der Seele zur Sängerin des Soul, Aretha, your lucky tongue shall not decay me. Einen Gedichtzyklus hat der junge Dylan in dieser Zeit überschrieben mit den Worten, einen Gedichtzyklus, some other kinds of songs. Und so kann es klingen, wenn die Poesie in Dylans Tarantel in den Song übergeht. Ich gebe Ihnen nur ein einziges kurzes Beispiel, einen Soundbite aus dem zweiten Kapitel, dessen Anfang einen afroamerikanischen Folksong aufnimmt und verwandelt in eine Art Soul-Rap, einen Song über das geschlagene, geschlachtete Lamm, den man auch versteht, wenn man kein Wort Englisch sprechen sollte. Back, Betty, Black, Brady, Blam, the Lamb. Bloody had the baby, Blam, the Lamb. Hire the handicapped, Blam, the Lamb. Put him on the wheel, Blam, the Lamb. Burn him in the coffee, Blam, the Lamb. Back, Betty, Big, Brady, Blam, the Lamb. Betty had a milkman, Blam, the Lamb. Sent him to the chain gang, Blam, the Lamb. Fixed him up a Neville, Blam, the Lamb. Hold the tit while I get it. Hold it right there while I hit it, Blam. Betty, Black Betty, Blam de Lam, all going quack quack, Blam de Lam, all going quack quack, Blam. Es kann auch ganz anders klingen. Es kann auch ganz anders klingen, wenn Dylans Poesie in den Song und der Song in die Poesie übergeht, auf der schönen Schwelle zwischen beiden Medien. Das zeigt mein zweiter und letzter Szenenwechsel 9 Jahre später. In seinem Song Tangled Up in Blue entdeckt der Sänger 1975, die Geschichte seiner eigenen, das ganze Album füllenden Liebesverwirrung, bestürzt bei Petrarca oder Dante wieder. Und zwar in einem Gedichtband, den ihm mitten im Song seine amerikanische Laura oder Beatrice in die Hand drückt, in einem Café im Rotlichtviertel. And she opened up a book of poems and handed it to me, written by an Italian poet from the 13th century. And every one of them words rang true and glowed like burning coal, pouring off of every page, like it was written in my soul, from me to you, tangled up in blue. In unsere Seelen geschrieben, in unsere Seelen geschrieben sind die Verse der italienischen Renaissance im Sound des Soul, weil sie aus dem Blues kommen, den auch Petrarca und Dante hatten. Meine Damen und Herren, liebe Freunde der Poesie, wenn Aretha Dylans Wagner ist, so ist diese wiederkehrende Formel des Tangled Up in Blue so etwas wie seine Variante von Alkmenes letztem Seufzer. Denn nicht wahr, Schillers Ach, so spräche Ach die Seele nicht mehr, und das Ach der Alkmene, die verhauchende Silbe am Ende von Kleists Amphitryon, diese beiden Ach-Seufzer wurden ja fast gleichzeitig ausgestoßen. Nur dass das erste, das Schillersche, eine rhetorische Figur war. Das zweite, das Kleistsche, aber am Ende des Dramas zu einem winzigen Stückchen Musik wird. Die Seele, die bei Schiller Ach verstummen muss, kommt mit Alkmenes Ach erst zu Wort. Als dem ersten Takt einer nun anhebenden Soul-Music. Irgendwie stehen für mich darum Aretha und Alkmene Hand in Hand hier, als zwei Schutzengel dieser Kölner Poetika, von der ich hoffe, dass all ihre Sätze gesagt sein mögen, like they were written in our souls, from me to you. Thank you.
Ja. Ich möchte Ihnen nun die nächsten 5 Autorinnen und Autoren der Poetica vorstellen. Gila Lustiger ist die nächste. Im Vorfeld der Poetica konnte ich eine Reihe von Interviews, Gesprächen absolvieren. Der Kritiker Michael Braun schickte mir seine Fragen im Voraus. Ich zitiere: Die Seele und ihre Sprachen. Der Titel der Poetica, so Michael Braun, erinnert ein wenig an Georg Lukács frühe Schrift Die Seele und ihre Formen. Bei Lukács gab es noch die Polarität Geist und Seele und auch die Polarität Seele und Form. Es findet sich die Vorstellung, dass die Kunst sich um Seelen und Schicksale kümmert, die Wissenschaft sich nur um Inhalte und Tatsachen. Ist eine solche Dichotomie heute noch gültig? Zitat Ende. Ich zitiere diese Passage, weil es gerade die literarische, auch soziologische und auch dokumentarische, aber vor allem literarische Arbeit von Gila Lustiger ist, die eine gute Antwort darauf gibt. Denn es zeigt sich, dass man das eine nicht vom anderen trennen kann und dass die Recherche, der Gedankenreichtum, die Selbstanalyse bei ihr eine genuin literarische Antwort finden, in der all die vorher erarbeiteten Informationen Eingang finden, sei es im Essay, sei es im Roman. Sie hören nun eine kurze Passage aus ihrem Essay Erschütterung über den Terror. Guten Abend, ich bin ein bisschen kleiner. Monika. So. Ich möchte, bevor ich Ihnen einen kurzen Abschnitt aus meinem Essay Erschütterung vorlese, etwas zur Genese dieses Essays sagen und auch auf diesen Abend zu sprechen kommen, der eigentlich in diesem politischen und historischen Kontext sehr ungewöhnlich ist. Was daran heute ungewöhnlich ist und mich sehr berührt, und ich danke allen Anwesenden hier, ist, dass wir Stimmen hören verschiedener Zivilisationen, verschiedener Länder, und dass wir heute alle hierher gekommen sind, um uns diese Stimmen eben anzuhören, weil wir neugierig sind auf andere. Ich habe diesen Essay geschrieben, er heißt Erschütterung, nach den Attentaten am 13. November in Paris, die in der Presse als Bataclan-Attentate eingegangen sind. Ich habe diesen Essay 6 Wochen lang Tag und Nacht geschrieben. Zuvor war ich lebe in Paris, bin deutsche Schriftstellerin, lebe in Paris. Zuvor war ich, wie fast alle meine Freunde, Live-Ticker-süchtig. Ich las Tag und Nacht die Berichte zu den Attentaten und irgendwann merkte ich, dass eben diese Informationsüberflutung mir eben nicht die Antworten gab. Und die Frage, die ich mich damals stellte, ist, alle redeten, am nächsten Tag rief François Hollande den Ausnahmezustand aus, er nannte die Attentate einen Kriegsakt. Und ich möchte kurz erwähnen, dass mich sehr berührt hat, dass Kanzlerin Merkel eben weder von Krieg sprach und in ihrer Rede nach den Attentaten auch wieder hervorhob, dass wir alle miteinander leben müssen und wollen und dass wir uns das nicht nehmen lassen. Ich fragte mich irgendwann mal, wie kommt es, dass Franzosen andere Franzosen umbringen. Die Attentäter waren nämlich alle Franzosen. Sie wurden in der Weltpresse Dschihadisten genannt, aber sie waren Franzosen, in Frankreich aufgewachsen, mit eben auch den Opfern. Was für soziale, historische, politische, ökonomische Voraussetzungen müssen vorhanden sein, damit ein Mensch einen anderen umbringt? Und ich lese Ihnen jetzt. Die zweite Frage, die ich mich auch stellte, ist, ja, alle reden die ganze Zeit von Zivilisationskrieg und alle sagen immer wieder, wir müssen unsere Zivilisation verteidigen. Aber was macht denn eigentlich unsere Zivilisation aus? Was müssen wir verteidigen, wenn wir sagen, wir verteidigen unsere Zivilisation? Ich ging darauf hin und schaute mir ganz genau die Biografien der Attentäter an.
aber ich machte auch etwas anderes. Ich ging wieder an meinen Bücherschrank und schaute ihn mir an und fing an, wieder unsere Klassiker zu lesen. Und dieser Essay ist eben das, was ich zusammen mir gelesen habe, was eben unsere Zivilisation ausmacht und was wir verteidigen müssen. Und ich lese Ihnen jetzt zwei ganz kurze Abschnitte aus Erschütterung vor. Einen, um auch wieder Ihnen deutlich zu machen, weil wir es für ganz selbstverständlich erachten, dass wir heute hier am Abend alle zusammenkommen, was es eigentlich im Prinzip bedeutet, wenn wir alle zusammensitzen. Das kleine Kapitelchen heißt Resignierende Humanität. Wir sind es so gewohnt, in Cafés oder Restaurants zu sitzen, Konzerte zu besuchen oder uns Fußballspiele anzusehen, dass wir ganz vergessen haben, was Geselligkeit, ja jede soziale Interaktion voraussetzt. Gegenseitigen Respekt. Die Menschen, die am 13. November starben, waren fast alle Wahlpariser. Man erkennt den Pariser nicht nur an seiner Sprache, seinem Habitus und seinen Umgangsformen, sondern vor allen Dingen daran, dass er mit anderen umgehen kann. Man erkennt ihn an seiner Urbanität. Frankreich ist ein Immigrationsland und Paris eine Stadt, die ihren Bürgern abverlangt, Differenzen zu erkennen und anzuerkennen. In der Großstadt wird man mit anderen Verhaltensweisen, anderen Lebenswelten konfrontiert und lernt, souverän damit umzugehen. In einer Großstadt sieht man, wie es Kurt Tucholsky in seinem Gedicht Augen in der Großstadt so treffend beschrieben hat, fortwährend einen Pulsschlag lang den fremden anderen. Der Stadtsoziologe Hans Barth definiert urbanes Verhalten als die Einsicht, dass der andere, mag sein Verhalten noch so sonderbar sein, eine Individualität besitzt, von der her dieses Verhalten sinnvoll sein kann. Und er nannte die Fähigkeit, die Individualität des anderen auch dann noch zu respektieren, wenn keine Hoffnung besteht, sie jemals zu verstehen, resignierende Humanität. Die Bürgertugend, den anderen als gleichberechtigt zu betrachten, ist in Paris immer immanent. Hier lehnten sich die Bürger gegen die Feudalität auf und zogen für die Prinzipien der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit durch die Straßen. Und wenn sich Menschen aus mehr als 50 Kommunen Frankreich und aus 17 verschiedenen Staaten an einem Freitagabend nebeneinander und miteinander amüsieren, so tun sie nichts anderes als die Aufklärungsidee, dass wir alle trotz aller Differenzen gleich sind, mit Genuss und Lebensfreude zu zelebrieren. Ich schrieb diesen Essay auch, weil immer wieder in der Presse hervorgehoben wurde, dass die Terroristen im Namen Allahs Menschen ermorden, aber eben nicht erwähnt wurde, dass die meisten Attentäter aus den sozialen Brennpunkten kamen, mit einer hohen Arbeitslosenquote und mit dem Gefühl der Menschen dort, dass sie ausgegrenzt sind. Sie fragen sich sehr wahrscheinlich jetzt, was hat das alles mit der Seele heute Abend zu tun? Als ich dann durch meine Bibliothek ging, stieß ich auf einen Text eines Klassikers, nämlich Marcel Mauss, der einen kurzen Text geschrieben hat, der Die Gabe hieß. Und dieser Text erschien mir sehr prägnant, in dem ich ihn jetzt vorlesen werde, weil eben die meisten Menschen in den Vororten immer wieder beanstandeten, dass ihnen kein Respekt entgegengebracht wurde. Ich lese Ihnen jetzt ein kurzes Zitat eben aus der Erschütterung vor und diesen Text. Die aus Nord- und Schwarzafrika eingewanderten Arbeitskräfte, die morgens in die Fabriken zogen, um abends müde in ihre Wohnungen zurückzukehren,
hatten nichts gegen die Schlafstätten einzuwenden, die für sie zwischen 1950 und 1974 am Rande der Stadt, nicht weit, von den Industriestandorten hochgezogen worden waren. Ihre in Frankreich geborenen Kinder und Enkel, die sich mit Perspektive und Arbeitslosigkeit herumschlagen, haben damit jedoch offensichtlich ein Problem. Wäre nicht ein großer Teil der Arbeit mit dem Wandel von der Industrie zur Dienstleistungsgesellschaft verschwunden, würden diese Orte der Trostlosigkeit vielleicht heute noch ihren Zweck erfüllen. Plattenbauten wurden für Arbeiter geschaffen, nicht für Arbeitslose. Armenviertel hat es in der Geschichte der Menschheit immer gegeben, auch die Wut darüber ausgeschlossen zu sein. In früheren Jahrhunderten entledigte man sich der Armen ganz einfach dadurch, dass man sie wegschickte, denn es waren die Ausgeschlossenen, Entbehrlichen, die Überflüssigen, die neben ein paar Draufgängern für Europa neue Kontinente eroberten und Imperien schufen. Aber die Welt ist auserobert worden. Imperien wuchsen und zerfielen wieder. In Clichy-sous-Bois leben 30.000 Einwohner. Viele der Attentäter kamen eben auch aus Clichy-sous-Bois. Darunter viele aus den ehemaligen französischen Kolonien. Wohin schickt man heute Menschen, die die Erfahrung gemacht haben, in unseren Gesellschaften als überflüssig zu gelten? Was macht man mit denjenigen, die aus ökonomischer Sicht wertlos geworden sind, wenn sie es satt haben, in Plattenbauten leben zu müssen und auf die Gaben eines Wohlfahrtsstaates angewiesen zu sein? In seinem Standardwerk Die Gabe stellt der Autor Marcel Mauss dar, dass eine Gabe in archaischen Gesellschaften immer obligatorisch erwidert wurde und werden musste. Nur wer imstande war, etwas zurückzugeben und sei es noch so klein, bewahrte sich seine Selbstachtung und erwarb den Respekt der anderen. Es bedurfte, so Mauss, des Sieges des Rationalismus und Merkantilismus, damit die Begriffe Profit und Individuum Geltung erlangten und zu Prinzipien erhoben werden konnten. Mauss wies darauf hin, dass etwa im Maurirecht durch die Sache geschaffene Bindung eine Seelenbindung war. Etwas von jemand annehmen hieß, etwas von seinem geistigen Wesen annehmen von seiner Seele. Mir scheint, dass die Gesten des Gebens, Nehmens und Erwiderns auch heute noch Garanten sozialer Bindung sind. Jedenfalls ist klar, dass der Sozialstaat mit all seinen Förderprogrammen und Geldern weder Unruhen noch Terror verhindern kann. Wenn wir keine Gegenleistung erwarten, machen wir damit deutlich, dass wir zwischen uns und dem Empfänger unserer Gaben keine Gegenseitigkeitsverhältnis sehen, hob Richard Sennett in seinem Werk Respekt im Zeitalter der Ungleichheit hervor. Respekt wird immer durch Gegenseitigkeit geschaffen. Ja, vielen Dank, liebe Gila. Du hast jetzt in deinem Vorgespräch, in deinem Referat schon sehr viele meiner Fragen, die hier notiert sind, beantwortet. Deswegen, es wage dir noch eine dieser großen unbeantwortbaren Fragen zu stellen. Du sprachst einmal im anderen Zusammenhang davon, dass Literatur ihre Seele nicht verlieren dürfe. Wie wäre das anzugehen? Das sagte ich, als ich eben für diesen Essay jetzt gerade vor kurzem einen Preis bekam und in der Laudatio eben von engagierter Literatur gesprochen wurde und ich immer wieder als Germanistin an Adornos Geblök habe denken müssen, dass eben engagierte Literatur auch immer wieder Geblök ist, weil sie eben Ideen vermittelt und im Namen
selbst guter Ideen doch nur plakatives und ideologisch. Und ich glaube, die Antwort, wie man eben die Gratwanderung schaffen kann, engagiert zu sein und Literatur zu schreiben, ist, dass man als Mensch wissen muss und nicht als Schriftsteller, wo man steht. Wo man steht, von welcher Position aus man spricht, von welchem Ort man sich eben an seine Leserschaft wendet, ob man eben als anständiger Mensch da steht oder nicht. Das ist eben der Ausgangspunkt des Sprechens. Und ich mit meiner Biografie kann eben nur von einem Ort aus sprechen. Und das ist eben, ich bin in einer Welt geboren, 18 Jahre nach dem Krieg, 63 in Frankfurt, aber eben mit meiner Biografie, mein Vater war in den Lagern, ich spreche aus einer Welt, in der eben die Vernichtung möglich war und auch immer wieder möglich ist. Das ist meine Ausgangsposition des Sprechens, selbst wenn ich einfach nur eine Natur beschreibe oder ein Liebesgedicht schreibe. Und das ist eben auch etwas, was mich hier heute Abend so berührt, als Zuhörer. Wir sind nämlich hier heute wieder in einer Situation und in einer Zeit, in der es gar nicht so offensichtlich ist, dass alle diese Stimmen auch gleichberechtigt hier einen Raum finden. Und das ist wunderbar und ich danke dir dafür. Als nächsten Dichter möchte ich Ihnen Javier Bello aus Chile vorstellen. Er hat, wie Marisela, einen sehr langen Flug hinter sich. Aber wenn Sie sich aufmachen, seine Gedichte zu hören oder zu lesen, dann haben wiederum Sie einen sehr langen Flug vor sich. Durch eine tiefschwarze Nacht und einen unendlichen gleißenden Tag. Es sind enorme Räume, die seine Dichtung eröffnet. Es gibt kaum einen Dichter, eine Dichterin, die mir eine derart materielle Vorstellung von Sprache vermittelt, als ein dreidimensionales, zuweilen formloses, unhandliches und irgendwie schwer zu bearbeitendes Material. Während es schon ein Streitpunkt ist, ob es etwas gibt, was dem Sinn vorausgeht und was das sein könnte, was das Wort ist, bevor es Wort wird, und ob es Dinge gibt, die man weiß und nicht sagen kann, wendet sich Javier Bello dem zu, was hinter dem Denken ist. Detrás del pensamiento hay un palo quebrado, un palo que arrastró la corriente hasta los pies de la cama. Los vidrios son retratos donde los muertos preguntan por sus manos. Detrás de los espejos hay otra plantación erizada, hilos de fuego que pulsan las muchachas en coma. Un túnel lleno de semanas, un túnel quiere decir túnel, lo que quiere decir cáncer. Invernadero y sed, bolsa marsupial, leche de oído. El hígado habla en las esquinas, un vino lleno de números, un saco de hojas secas detrás de la mirada, una bolsa de té, un ataúd repleto de ramas. Debajo de la edad están los años muertos, debajo de la luz los prismas resucitados. Un niño carga un puente que carga a otro niño que no carga nada. El vacío es una enfermedad a la sangre, decanta como el óxido en las redes de pesca. En todos los armarios hay espectros, en los cajones manos desconsoladas. Las paredes las ha rayado nadie. El otoño tiene muchos nombres. Detrás del pensamiento yo sé quién es nadie. Hinter dem Denken. Hinter dem Denken liegt ein gebrochener Mast. Ein Mast, den die Strömung an die Füße des Bettes gespült hat.
Die Scheiben sind Gemälde, auf denen die Toten nach ihren Händen fragen. Hinter den Spiegeln liegt eine weitere stachelige Plantage. Feuerfäden, welche die Mädchen im Koma befühlen. Ein Tunnel voller Wochen. Ein Tunnel bedeutet Tunnel, was Krebs bedeutet. Treibhaus und Durst. Beutel eines Beuteltieres. Ohrenmilch. Die Leber spricht an den Ecken. Ein Wein voller Ziffern. Ein Sack voll trockener Blätter hinter dem Blick. Ein Teebeutel. Ein Sarg voller Äste. Unter dem Alter liegen die toten Jahre. Unter dem Licht die auferstandenen Prismen. Ein Kind trägt eine Brücke, die noch ein Kind trägt, das nichts trägt. Die Leere ist eine Blutkrankheit. Sie setzt sich ab wie das Eisen in den Fischernetzen. In allen Schränken hausen Gespenster. In den Schubladen untröstliche Hände. Die Wände hat niemand beschmiert. Der Herbst hat viele Namen. Hinter dem Denken weiß ich, wer niemand ist. So, I have two or three questions for you. Yes. One is, do you move into the unsayable, or is the unsayable coming towards you? It depends. In this poem, I try to break language a little bit, speech, mm-hmm. to break speech, mm-hmm. Like a glass or something, no, mm-hmm. to let the rest speech, because mm-hmm. I wanted to escape from speech, mm-hmm. to let this little parts that become speech. It was very difficult to to break this mm-hmm. the words or break the las oraciones, the mm-hmm. frases. No, so like ruins, mm-hmm. like rests of buildings, mm-hmm. Or rest of bodies like bodies in the snow, mm-hmm. no? In Bergen Belsen or in the Aconcagua. Let this verse from Celan, no? Sin para rest. No? Let the other things speak, not mm-hmm. my speech. Mm-hmm. I think the voice, the poetic voice, is a place or is behind speech. Mm-hmm. Behind ideology. Thank you very much. Unser nächster Gast hat auch eine sehr lange Reise hinter sich. Sein Name ist Galsang Chinak. Er ist Schriftsteller, Übersetzer und Schamane, ein Wanderer zwischen den Welten. Es ist ein großer Glücksfall für uns, dass er die lange 30-stündige Reise auf sich genommen hat. Sein Werk ist immens und vielgestaltig. Es umfasst Gedichte, Romane, Gespräche, Essays, Reden. Er schreibt in einem präzisen, weitgereisten Deutsch, das einen wie aus großer Ferne erreicht und seine ganz eigene Zeit mitbringt. Er ist eine Vermittlungsfigur, eine Brückenfigur, die das Fortdauern der Tradition und gleichsam auch ihren Wandel mitverkörpert.
Wer ein so kontrastreiches Leben führt, stelle ich mir vor, kennt viele, auch widersprüchliche Formen des Hineinversetzens. Und diese macht er seiner Leserschaft zum Geschenk. Und heute ist er hier. Schau hinauf zu den Schneeflocken, die niederschweben. Es sind Heimkehrende. Sie haben diese Erde vor dir und mir bewohnt, sind uns Ahnen, Geschwister, Zeit- und Raumgenossen, dann Sand, Wind, Sterne gewesen, haben geruht, geweht, geflackert. So manche haben wir vielleicht noch gekannt, haben mit ihnen in Eintracht gelebt, bitter oft aber ach, auch in Zwietracht. Nun sind sie zu Wolken geworden und kommen als Schnee heim. Lausche in das, was da raschelt. Es ist Geflüster, das dir gilt oder mir. Sei leise, sie sind es auch, fürchten, uns zu wecken aus dem Traum, der Leben heißt. Sie leben in sehr vielen verschiedenen Welten. Wenn Sie beispielsweise nach Deutschland kommen, bedauern Sie dann zu sehen die hiesigen Trennungen zwischen dem Belebten und dem Unbelebten, wenn Sie die Verwertung der Natur sehen? Ja, als Künstler lebt man ja ständig in einem großen Schmerz. Ohne Wehgefühle entsteht nichts Künstlerisches in einem. Gleich wo ich bin, auf dem Planeten Erde, konfrontiere ich mit Problemen. Zu Hause bei den Nomaden mit viel Aberglauben, mit viel zu viel kindischer Hoffnung. Aber hier in der industrialisierten Welt dann mit einsamen, traurigen, nach außen glänzenden, nach innen leergepumpten Menschen. Und ich möchte immer jedem, ich versuche zumindest, ich kann das nicht so sagen, aber ich versuche zumindest, jedem das zu geben, was ich kann. Trete immer als Aufklärer auf. Mhm. Ich betrachte mich für einen treuen Schüler der europäischen Aufklärung und der östlichen Weisheit. Dankeschön. Ich wollte Sie nur darauf hinweisen, dass Gelsenkirchen am Donnerstag in der Kölner Stadtbücherei den Abend eröffnen wird. Michael Dohnhauser vor, er ist Dichter, Essayist und Romancier, der komplexe Idyllen von betörender Schönheit schafft. Wie
Theresia Brammer einmal schrieb, er ist mit einem Blick begabt, der den Dingen hilft, auf sich zu beruhen. Vielleicht trat irgendwann eine Reduktion auf, eine Bewegung von der Semantik, dem Beobachteten weg, zum Klang hin. Abstrakt, zeichenhaft und doch wahrnehmungsintensiv auf einmal. Würde man mich fragen, ob es einen Trost der Form gibt, würde ich sagen, ja, ich finde ihn zum Beispiel in Michael Donhausers Variationen in Prosa, trotz der Abschiede, die sich darin wiederholen, dem Versagen, dem Versiegen und dass es mit jeder Seite merklich kühler wird. Diese Sprache begünstigt eine gewisse Durchlässigkeit auf die Dinge hin und von ihnen weg, als brächte der Trost den Schmerz erst hervor und mit ihm die Mittel hindurchzugehen. Sie hören nun zwei Variationen in Prosa. Und was da war, es nahm uns an, verloren ging, was streifte noch als Lächeln bald die Frage ob. Denn wo sie war, so nah verzweigt, war Früchten gleich, die reiften viel, was schön war groß, was ungetrübt. Es war ein Weg, ein Duft, und was durchs Laub als Luftzug fuhr, das war ein Sehen, war wie Wut, erinnert schon als Lust und Schau. Wie standen wir am See im Licht, da voll die Dolden, da der Tag uns gütig fast umfing, mit Armen, die wie trunken noch erblühten dann und sanken, süß und mild. And what was there accepted us? What was lost was what, as yet a smile, caressed the question presently of whether, for where that was, so close and branching out, was like a fruit that mellowed, and there what was lovely fell, largesse, a thing unblemished, it was a way, a fragrance, and what range breeze-like through the leaves was seeing was like fury, remembered now as rapture. And look how by the lake we stood in the light, the clusters full, and the day all but embracing us, benign, its arms as if in drunken blossom sinking, sweet and soft. Da wir träumten, da wir ahnten, und es säumten und es waren noch die Wege, die wir nahmen, die uns rührten wie Girlanden, da sie hingen bunt als Lampen. Und es lagen sanft die Schatten auf dem Kies, wie einst Gesichter, liebend, traurig oder lachend, dass wir folgten ihrem Wechsel, dem Vergehen und dem Wachsen, während bald der Tag verstummte oder hell die Glocken schlugen, die verklangen dann wie Namen, wie die Schritte da in Flüstern, nahe zog durch den Holunder, duftend noch als das Verlangen, zu ermüden an der Schönheit wie der Anmut später Stunden. As we dreamt, as we sensed, if the lining, and still there were those paths we took that affected us like garlands, hung there bright as lamps do, and lay the shadows soft on the gravel once like faces, fondly sad or laughing, whose changes we followed, withering and flourishing, while soon the day grew silent or clear, the bells rang out, which faded then away like names, like footsteps, as a whisper drew close through the elder, fragrance still as longing to grow tired of beauty and the gracefulness of hours late. Yeah.
Ich habe mich jetzt nicht umgewendet, deswegen weiß ich nicht, aber wahrscheinlich war es die erste Übersetzung war von Ian Galpers und die zweite war von Nicholas Grindel. Wollte ich. Ja. Lieder aus Licht nannte Theresia Brammer diese fragilen Gebilde. Auch im Zusammenhang mit deinen schönsten Liedern das Lied, das nannte nicht und blühte nur. Ist für dich die Sprache der Seele eher ein Klang als ein Name? Ja, ich habe es so formuliert, ja. Also tatsächlich sträubt sich die Seele oder das, was man so Seele nennt, immer wieder, wenn ich das irgendwie gefasst habe in so einer Formulierung, die ich sage, ja, das ist eher Klang als Benennung, scheint es mir im nächsten Augenblick, dass die Seele sich sträubt gegen jede Fassbarkeit in einer gewissen Weise. Es hat etwas, was mich immer wieder irritiert. In Essays, dass die, ja, man kann schon sagen, das hat was Kluges und so und das alles geht irgendwie schon hin und argumentiert und will auch schlüssig sein. Und dann habe ich doch den Eindruck, es ist mir entkommen. Es ist nicht da. Also eher dann tatsächlich in den Variationen. Ja, ja. Und dieses Entkommen ist ja nicht nichts. Bedauerst du dann manchmal das Einhaken der Bedeutung, die einfach so weiterführt und doch sagt, worum es sich handelt? Nein, ich denke, es ist wichtig, dass man sich entscheidet, was zu sagen und auch die Großzügigkeit hat, zu wissen, dass damit vielleicht auch wenig gesagt ist. Ich danke dir. Und nun, definitely last but not least, kommen wir zu Angelika Meyer. Bei Angelika Meyer kommen Fantastik und Realismus auf vorbildliche Weise zusammen, nüchtern und halluzinogen zu gleichen Teilen. Es sind diese irren Normalisierungen des Unfassbaren, die Meyer wie kaum eine andere vermag. Was anfangs in der Exposition eine gewagte Metapher zu sein scheint, stellt sich mit einem Mal als reine Konkretion heraus. Und mit jeder Minute steigt die Überzeugung, dass es in diesem Fall nun einmal so ist. Sie führt uns in die spukhafte Atmosphäre altehrwürdiger englischer Universitäten, wo Wittgenstein himself als Wiedergänger auftritt, kurz bevor die europäischen Geisteswissenschaften das Jahr 2012 zum Jahr der Dysfunktion küren. Sie führt uns in einen klinischen Kosmos, wo Körper und Seele von Patienten und Ärzten sich gleichsam in einer verkehrten Welt behaupten müssen und zuletzt mit ihrem neuen Roman Osmo nach Kalifornien, wo sich das Geschehen um ein paar zusammengewürfelte Gestalten auf einer bankrotten Solaranlage mit der unerbittlichen Logik des Sonnenstichs vollzieht. Heute aber hören Sie eine kurze Passage aus einer Adaption der Penthesilea, die in Malibu angesiedelt ist. Aus ihrem waghalsigen Buch Stürzen, drüber schlafen, das grotesken, knappe Szenen versammelt, in denen die Erfahrung die auch grammatisch in der Sprache und Begrifflichkeit eines anderen Jahrhunderts sedimentiert ist, der Gegenwart wieder zugeführt wird. Zunächst aber hören wir Musik. Ich bitte um Verzeihung. Thank you.
bitte Angelika Meyer. Erster Akt. Malibu. Eine muschelkalkrosafarbene Terrasse mit Swimmingpool. Dahinter vom linken Bühnenrand beschnittener, niedriger, terrakotta-rosébraun gestrichener Bungalow mit cremefarbenem Dach und weiß gerahmten, bodentiefen Terrassenfenstern, der sich nach rechts hin über drei Viertel der Bühne erstreckt. Rechts hinter und neben dem Gebäude stehen zwei nahezu gleich große Palmen, kerzengerade nebeneinander, wie schüchterne Giraffen. Hinter allem ein Bild von einem kalifornischen Himmel. Erste Szene. Penthesilea sitzt, nur mit einer Sonnenbrille bekleidet, auf einem Klappstuhl am Pool, trinkt vorsichtig schlürfend aus einer großen Teeschale. Protoe in kurzem weißem Polokleid von Ralph Lauren tritt auf, ein Handtuch im Nacken und den Poloschläger wie eine zierliche Axt über die Schulter geschwungen, lässt Schläger und Handtuch lässig achtlos zu Boden gleiten und sich dann selbst erschöpft auf den Stuhl neben Penthesilea sacken. Protoe. Ah, das war ein Spiel, meine Königin. Du hättest mich sehen sollen. So stolz wärst du auf mich gewesen, dass dein gestocktes Blut in alte Wallung dir geraten wäre. Penthesilea, ohne den Blick aus der Teetasse zu heben. Mhm. Protoe. 3 Monate her ist's erst, dass ich dir klagt. Den ärgsten Gegner hier, den Sand, den Elend Weißen, würde ich nie besiegen. Mein Pferd und ich, wir fänden niemals wieder Tritt in diesem weichen Grund. Und nun, ich selbst, ich glaube es kaum, kann keiner mehr im Beachpolo mich schlagen. Sie alle habe ich lustig in den sauberen Staub geworfen und nicht einer von den hohen Herren steht als freier Mann mehr wieder auf. Penthesilea. Ja. Schön, sehr schön. Protoe, ihr übers Haar streichend. Und du, Liebste? Was ist mit dir? Bist grad erst aufgestanden? Lässt Helios du wieder gänzlich freien Lauf und in dir am Scheitel ungesäumt vorüberfliegen? Kannst wieder nix machen, hm? Penthesilea, achselzuckend. Oh, geht schon. Protoe. So, was machst du denn? Penthesilea. Jetzt grad. Schlürft. Trinke ich einen Tee, der heißt Basis deiner Seele. Wobei hier deiner Seele meiner Seele meint, weil die sagen ja du zu mir. Und zu dir sagten sie es freilich auch, wenn du ihn läsest, ich mein tränkst. Deine Seele ist meine Seele und meine ist deine. Eine Seele stürzt sich in die andere und eine trinkt die andere aus, bis zur Neige. Protoe, gezwungen heiter auflachend. Nicht das schon wieder. Erspar uns deine Neigungen, meine Königin. Penthesilea. Ach, meine Seele ist matt bis übern Tod hinaus. Komm, Protoe, setz den gestählten Fuß. Es ist mir recht auf diesen Nacken. Sie streicht sich die Haare aus dem Nacken zur Seite und hält ihn Protoe hin. Tritt mich wie deine sauberen Herren in den bleichen Staub, den ungerührten. Wozu auch sollen 2 Wangen länger blühend wie diese sich vom Kot, aus dem sie stammen, unterscheiden. Protoe? Bitte, Liebste, lass gut sein. Und im Übrigen könnten wir hier lange suchen nach dem edlen skythischen Kot, aus dem wir einst geschaffen. Penthesilea? Schmerzen, Schmerzen. Protoe? Wo? Penthesilea, sich an die eine, die linke Brust greifend. Hier. Protoe? Da, sicher? Penthesilea grübelnd? Nein, hier. Greift sich an die rechte, vernarbte Brust. Oder nein, hier. Greift sich an die Stirn. Protoe? Kann ich dir Linderung? Penthesilea? Nichts, nichts, nichts. Sie wischt sich die Sonnenbrille aus dem Gesicht wie eine lässige Haarsträhne, lässt sie zu Boden fallen, beugt sich wieder über ihre Teetasse, schlürft. Protoe in plötzlicher Ahnung. Ach, verflucht! Schon wieder? Reißt ihr die Tasse aus der Hand, hastig, daran schnüffelnd. Ich hatte doch alles weggeschlossen. Was hast dir jetzt wieder eingeschenkt? Penthesilea. Rein Wein, wie immer. Danke. Vielen Dank, Sean. Danke.
nur in diesem Text, den wir gerade gehört haben, sondern auch in anderen deiner Texten, schaffst du es quasi, Begriffe, die eine gewisse historische Patina haben, in die Gegenwart zu übersiedeln. Und dieser veränderliche begriffliche Gehalt eines Wortes wie Seele schafft dann eben einen neuen Kontrast. Ist für dich beispielsweise der Roman ein Ort der möglichen Gleichzeitigkeit von Gegenwart und Vergangenheit, der Sprache, der Begriffe? Ich glaube schon, und vielleicht deshalb, weil mir das Vergangene als das, was ich lese, höchst gegenwärtig ist. Mhm. Also insofern ganz bestimmt, ja. Also wenn man Schreiben als eine Art lauten Lesens auch versteht, dann ist das ganz sicher der Fall. Ja, ich glaube schon, ja. Und du hast ja auch auf fantastische Weise, wie mir scheint, in deinen letzten Büchern immer wieder einer anderen Ausdeutung der Seele einen ungeheuren Raum gegeben, in dem Klinikroman, in dem Roman mit Wittgenstein als Wiedergänger und jetzt eben in Osmo. Das war bestimmt viel Arbeit. Nein, gar nicht. Vielleicht ist das das Verbindende zur Seele. Ich glaube, sie arbeitet nicht. Mhm. Sie erduldet vielleicht viel und vielleicht ist das etwas, was sich immer am Rand befindet, was man da tut, aber Arbeit ist es nicht. Also um es mit Kafka zu sagen, es ist immer Spaß und Verzweiflung, aber keine Arbeit. Und ja. Vielen Dank. Ich bitte jetzt nochmal alle Beteiligten hier auf die Bühne. Alle Beteiligten des heutigen Abends hier auf die Bühne, es sei denn, Sie möchten es nicht, ich sehe so leichte Ermüdungserscheinung, dann, I'm speaking the wrong language. I was just thinking if for like a big Schlussapplaus you all could come back on stage so that we do, and kurz noch ein Wort sagen. Ich danke der Technik und ich danke Christian Schurer, der für den gesamten Ablauf diesen wunderbaren, den ich leider kurzfristig verhunzt hatte, indem ich mir nicht wirklich notiert hatte, wann die Musik kommt, wofür ich mich nochmal entschuldigen möchte. Aber ansonsten war es perfekt. Herzlichen Dank auch an die Technik. Und ein allerletztes, in dem anfangs zitierten Streit eines Lebensmühen mit der Seele heißt es, die Seele ist gerne munter, gesättigt und kühl, weswegen wir sie jetzt zu einem Empfang einladen.